Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder in Simotrans und der Zug fährt hier gerade los mit seinen 4 Waggons und ich bin nicht so ganz sicher, ob wir letzte Folge das richtig gemacht haben. Wir haben hier 101 Passagiere. Habe ich noch gesagt, ja, der ist ziemlich voll, aber ich glaube, der wird gar nicht so voll sein, weil wir zwischenzeitlich ja überall Fahrgäste warten lassen haben, weil wir umgebaut hatten, ne? Ich habe fast die Vermutung, dass wir vielleicht doch nochmal nicht laden lassen beim nächsten Halt wieder ins Depot und dann schauen, dass wir einen Waggon wieder abhängen, weil der wird zu teuer werden. Ne? Wenn man hier mal guckt, na, warte mal, wir gehen erst auf den Großbildschirm, dann gucken wir nochmal rein. So, wenn man hier nämlich guckt, der Kilometer ist hier bei 443,72, das ist ein bisschen viel, glaube, ne? Hier eine Lok 100er, also das können wir uns, glaube ich, nicht leisten, dass er die ganze Zeit da leer nachher rumfährt mit 4 Waggons. Dann reichen nämlich wahrscheinlich 3 Waggons. Gut, ich hoffe, ich habe jetzt. Na, die Lupe ist an. Naja, passt, weil ich hatte schon mal wieder WASD genommen und nicht die Pfeiltasten. So, lass mal gerade schneller fahren. So, und jetzt soll er auch gerade mal ins Depot fahren. Zum Depot. Nicht laden können wir schon mal ausmachen. Und dann werden wir nämlich hier zack den abmachen. Und der startet wieder schon mal. Und wir werden hier auf Verkaufen gehen. Und den dann wieder verkaufen. So, und er fährt jetzt wo lang? Er muss jetzt als nächstes zum Überlingen. Und dann nach Lückenfelde, das ist doch hier unten, ne? Ja, das heißt, er muss erst dahin, dann kann er wieder Leute aufnehmen und dann geht's weiter. So, ich denke, dass das vielleicht besser ist. Und dann hatten wir natürlich noch darüber gesprochen, dass wir hier hochfahren wollen. Nach, wie ist das Örtlein? Neustadt? Neumarkt. So, das würde bedeuten, wir müssen eine Eisenbahnlinie machen, die wahrscheinlich von hier aus losgeht dann, ne? Ja, da müssen wir hier über den Fluss und dann hier lang. Ja, würde hier so passen, ne? Lass uns doch mal gerade schauen, wie das alles so hinkriegen. Wir starten hier mal los, so weit wie möglich geradeaus. Dann fahren wir hier runter. Dann macht er das so komisch nur. Schon komisch, dass er hier so komisch da rumfährt, ne? Das ist nicht wahr, oder? Jetzt fährt er da wieder lang. Naja. Das war schon mal passend, ne? Jetzt brauchen wir eine Brücke. Das kann zu, weil das sich erledigt hat. Die Höhe der Brücke über den Weg darüber reicht nicht aus. Na super. Was mit der Backsteinbrücke? Geht die vielleicht? Warte mal, lass mal gerade. Ne, ich glaube, das ist das Gleis entfernen. Lass mal noch mal gerade die Brücke bauen. Wenn es denn geht. Aha, jetzt hat er es gemacht. Von selber. Sieht wohl so aus, dass das passend ist, oder? Dann fährt er da lang. Das will ich aber nicht. Hier ist schon ganz gut. Und hier müssen wir die Straße umbauen einmal. Unsere Kutschen fahren sowieso so langsam. Nee. Macht keinen Bahnübergang oder wie ist das? Schon Bahnübergänge gemacht, oder? Oder haben wir noch keine? Komm, das heißt, wir machen erst die Straße.
So, und jetzt müssen wir die andere abreißen. Und jetzt die Gleise dann darüber. So passt es dann, oder? Bahnsteig haben wir dann. Dreier brauchen wir. Ist auch erledigt. So, dann müssen wir die Linie anpassen, die dahin fährt. Haben wir zurzeit nur einen Zug, der das macht. Ja, da haben wir wahrscheinlich sogar nur eine Linie, ne? Und das ist dieser Fahrplan. So, jetzt fahren wir nach Leinfelden. Von Leinfelden nach Überlingen wollen wir. Ah, ne, warte mal. Leinfelden nach Limbach. Das ist okay. Von Leinfelden nach Limbach. Dazwischen bauen wir jetzt mit Einfügen Neumark. Ah. Leinfelden, fahren wir hier hin. Leinfelden nach Neumark. Dann nochmal nach Limbach oder dann weiter nach da? Nee, weiter nach da, oder? Oder? Könnten auch hier wieder hinfahren, ne? Leinfelden. Dann nach Limbach. Nachher kommen wir von Limbach. Dann fügen wir hier nochmal Leinfelden, Neumark ein. Aber danach fahren wir von Neumark fahren wir gleich weiter. Gut, passt. Lassen wir so. Sieht erstmal schick aus, glaube ich. So, wo ist der Zug? Hier steht er. Der ist über den Rathaus und sein nächstes Ziel ist. Ja, da ist er jetzt. Dann drücken wir mal da. So, jetzt nochmal hier die Kutschen, habe ich wohl gedacht, gucken wir uns nochmal an. Kutschen, die Burgen. Ah, die fahren ja die ganze Zeit durch die Gegend, ne? Haben 6 Passagiere. Fahren aber minus ein, also bringt's nicht. Und hier stehen 21 Passagiere. Das heißt, da können mehr Kutschen drauf fahren. Und hier stehen Rathaus hier 12 zur Burg, dann nochmal 9 zur Burg. Ist dann echt zu überlegen, ne, was wir da machen. Hier stehen auch 21. Schwierig. So, wir haben jetzt das nächste Örtchen angeschlossen. Also dann können wir die Kutschen dann da runternehmen, ne? Wo ist denn einer da unten? So, das heißt, die fährt jetzt Neumarkt Leinfelden, die kriegt jetzt hier Ausmustern angesagt. Und da hinten muss ja auch irgendwo eine fahren, nach Limbach. Ah, die ist gerade gleich hier. Und Fahrzeug auch ausmustern. Weil die brauchen nicht mehr fahren, da geht der Zug ja lang. So, was macht der Zug? Steht er da immer noch? Tatsächlich. So, die eine ist schon ausgemustert, die Kutsche. Die andere fährt noch. Kommt jetzt aber an und ist auch ausgemustert. Und jetzt fährt der Zug. 12 Passagiere von 90. Seht ihr das, was ich meinte mit den 3 Waggons? Das war zu teuer. Das lohnt sich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel hier gleich einsteigen. Wir werden es aber sehen, wenn wir mal gerade schneller fahren lassen. Da kommt da schon. Da sind 73 drin, okay. Aber trotzdem nicht voll. Und jetzt hier, oh, da ist tatsächlich voll. Warte mal, wie stehen denn jetzt noch hier? Okay, Leinfelden 17 Passagiere. Ah, das ist dann jetzt komisch, dass er eben so lange gestanden hat und jetzt fährt er mir mal so schnell weiter, ne? Aber da ist er nicht mehr voll. Jetzt fährt er, glaube ich, nach Neumark, ne? Ja, da oben steht's ja.
Wird also eigentlich noch zugeladen, okay. Und kommt jetzt hier nach Leinfelden. Da sind nur noch 38. Jetzt fährt er zum Hafen. Wundert mich, dass vom Hafen so wenig da sind. Auf jeden Fall fährt er immer. Das ist erstmal schon mal gut. Das heißt, er hat eine gute Auslastung. Oh. Warte, hier sind jetzt. Okay, 59 drinne. Okay, die sind woanders schon eingestiegen. Da kommt er ja nochmal gleich hin nach Luckenwalde. Überlegen, da kann er noch welche mitnehmen. Okay, das ist Luckenwalde Rathaus und na, okay. Na, der fährt schon gar nicht mehr so schlecht, aber hier sind wir noch im Minus. Wird das ein Plus? Das ist die Frage. Dann müssen wir auch noch gucken. 2-1. Okay, wir können den ja mal hier verfolgen. Mach den mal zu. 1,8. Was sagt der Monat? 21. August, 22. 1,6. Schafft er auch noch den Halt? Ja. 1,2. Schafft er noch dahin? Nein, da fährt er jetzt noch Neumarkt. Das ist der 31. Ist jetzt gleich rum. Erste wieder. Aber 2,8. 2,5. Mal gucken, was so ein ganzer Monat jetzt bringt. 1,9. Sind nicht so viele mehr drin. Weniger. 1,6. 1,5. Neumarkt. 1,5. Schon den 17. 1,3. Schauen wir da was. 1.000. Also, ha. 800. Da unten wird es knapp mit der Zeit, aber es könnte vielleicht klappen. 29. 30. Ah, ich weiß nicht. Ich habe es leider nicht gesehen. Statistik. Profit. Warte mal, war das Profit bei so einer Strecke? Ja, Profit brauchen wir, glaube ich. Okay, der war da oben. Hat er das Plus gehabt? Ist die Frage, ne? Und dann geht er runter. Wir schauen mal. Ist der 15. Oktober gerade. Okay, 600. Ah, da ist er jetzt nicht hochgegangen. 400. Okay, das schaffen wir noch bis Neumarkt. Aber 600 ist er unten. Ne, schafft er glaube ich nicht mehr, ne? Ne, das ist der neue Monat gewesen. Hier 760 Miese. Mal gucken, was er sich in diesem Monat jetzt macht. Tausend. 18. November. Geht gerade nicht besser wie im Vormonat, oder? Jetzt wieder Neumark raus. 1000. Naja, die Zahl wird jetzt schlechter. Schafft aber, glaube ich, noch den, auch noch den Halt. Ah, jetzt ist er ein bisschen besser geworden. Aber ja, er ist besser geworden hier mit 549 oder sind das? 48. Da muss man weiter beobachten, ob sich das rentiert, ne? Er war hier oben mal 3 Monate im Plus, aber waren auch 800, ne? Müssen wir gucken, ob wir das so ausgeglichen kriegen auf Dauer. So, lasst wieder normal laufen und wir schauen, was wir weitermachen können. So, gehen wir mal auf die Karte. Machen wir die mal größer. Wir waren jetzt hier. Da können wir nichts machen, da können wir nichts machen. Da könnten wir, ja, wir sollten vielleicht, aber wir sollten vielleicht erstmal überlegen, ob wir Haltestellen angucken. Ne, das war da falsch, da ist es richtig, die überlastet sind. Wartend hier. Luckenwalde stehen 138. Oh, hier sind die ersten Häuser angekommen. Krass. Da müssen wir auch drauf aufpassen, ne? Wenn wir schnell vorspulen, geht das natürlich auch schnell, ne? Die gehen zur Burg hier. Nochmal zur Burg. 78 zur Burg. Okay, das ist jetzt schwierig.
Was machen wir da? Das sind natürlich einige. Wenn die Eisenbahnlinie hier lang gehen würde, wäre das besser gewesen, ne? Hier lang und dann da lang. Vielleicht sollten wir das noch in Angriff nehmen, oder die fahren ja sowieso alle minus ein, ne? Dafür ist das zu weit. Das ist der zweite Kutscher. Kommt hier gerade an oder ist gerade weggefahren? Hier auch 400 Miese. Ja, ist nur zu Brot, ne? Was machen wir da? Gute Frage, ne? Gehen wir nochmal in die Haltestellen rein. Unser Ingwert. Ne, doch nicht, das ist das Rathaus. Okay, ich dachte, da wäre auch was passiert. Hier stehen ganz viele in Rösrath. 58. Willigburg, das ist hier. Rösrath Rathaus, das ist nicht das orthodoxe Kirche. Oder Rösrath Rathaus. Da wollen die hin. Und nochmal über Rösrath Rathaus. Das bedeutet, diese Linie ist wohl ein bisschen knapp unterwegs, ne? Und hier auch wieder Minus. Minus. Ja, und dann kann man das hier alles verbinden, ne? Da ist natürlich jetzt die Frage, wie. Vielleicht das hier so rum zu erschließen wäre auch vielleicht sinnig, oder? Und dann besser hier lang, oder? Von da rüber nach da und dann da. Ah, die Burg würde ich jetzt nicht mitnehmen wollen, aber von Roßlau nach Willig würde ich fahren wollen. Dann einfach hier so rum, oder? Hier einen Bahnhof bauen und dann nach Willig. Aber ich sehe schon, vorher schon lang genug. Wir, denke ich mal, werden das nächste Woche hier, nächste Woche, ja doch, nächste Woche, also im Endeffekt ja, werden wir das in der nächsten Folge, werden wir das angreifen, dass wir hier die Linie bauen. Die Burg lassen wir außen vor. Wir machen Rößlau nach Willig und von Willig geht es dann hier runter zur Burg, zur orthodoxen Kirche, vielleicht noch über den Hafen, vielleicht auch noch über den Hafen. Und dann hier Röslath, ja doch, Rösrath orthodoxe Kirche und dann hier nach Rösrath selber hin. Und von da aus geht es dann nach hier unten nach Halle. So machen wir es, aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht über die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.